Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Heute hat der Berliner Senat Maßnahmen beschlossen, wie wir künftig mit der Corona-Krise umgehen. Und angesichts der Zeit übergebe ich das Wort dem regierenden Bürgermeister. Danach wird Bildungssenatorin Scheres ein paar Worte sprechen. Und dann gibt es eine kurze Zeit für ein paar Nachfragen. Die Pandemie, die wir erleben, stellt unser Land, unsere Stadt, stellt uns alle vor große Herausforderungen. Wir haben in den letzten Wochen in Berlin auch eine Fülle von Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit in der Stadt zu gewährleisten, um die betroffenen Patientinnen und Patienten gut zu versorgen, um einerseits öffentliches Leben natürlich zu erhalten in unserer Stadt und andererseits eben sachgerecht, aber auch besonnen auf diese besondere Herausforderung und Krise zu reagieren. Seit gestern, seit der Ministerpräsidentenkonferenz im Kanzleramt, ist klar, dass es darüber hinaus noch weitere Anstrengungen geben muss. Und es ist auch klar und wurde auch von den Ministerpräsidenten eingefordert und dann auch so verabredet, dass wir ein koordiniertes Vorgehen zwischen der Bundesebene und den Ländern brauchen. Dieses Virus macht an keiner Stadtgrenze und an keiner Landesgrenze Halt. Wir müssen gemeinsam reagieren. Wir müssen in einer gemeinsamen Kraftanstrengung mit dieser Herausforderung umgehen. Der Berliner Senat hat sich heute in einer Sondersitzung nochmal mit der Situation in Berlin auseinandergesetzt und wiederum, wie auch in den letzten Wochen, jetzt Maßnahmen beschlossen, die in der nächsten Zeit greifen werden. Ich will an dieser Stelle gleich sagen, es kann auch sein, dass wir immer wieder von Tag zu Tag, von Woche zu Woche nachsteuern müssen, weil sich die Situation möglicherweise verändert, weil sich der Krankheitsverlauf verändert, die gesundheitliche Situation, auf die wir reagieren müssen, weil wir durch unser Nachbarbundesland vielleicht gefordert sind, etwas in Abstimmung mit Brandenburg zu beschließen, einen neuen Weg zu beschreiten, oder weil wir besondere Herausforderungen in unserer Stadt haben, auf die wir reagieren wollen und reagieren werden. Ich will zu Beginn auch noch mal betonen, dass uns alle nach wie vor bestätigen, auch heute sind Frau Scheres, Frau Kalaitschi und ich mit Herrn Krömer und Frau Grebe zusammengekommen, den Chefs von Charité und Vivantes, dass uns nach wie vor alle bestätigen, dass wir bisher einen sehr guten und besonnenen Weg gemeinsam gegangen sind und dass wir auf die bisherigen Vorkommnisse gut medizinisch, mit einer guten medizinischen Versorgung reagieren konnten. Ich will mich auch in diesem Zusammenhang bedanken bei all denjenigen, die das in den letzten Wochen ermöglicht haben, mit dieser besonderen Herausforderung umzugehen. Bei den Polizistinnen und Polizisten, bei den Mitarbeitern der Feuerwehr, der Krankenhäuser, bei den Ärztinnen und Ärzten, auch bei den Lehrerinnen und Lehrern und Erzieherinnen und Erziehern. Alle stehen wir unter besonderem Druck, besonderer Beobachtung und wir gemeinsam haben auch die letzten Wochen gut bewältigt. Wir sind im Senat uns einig, dass jetzt weitere Maßnahmen ergriffen werden müssen, um eben auch wiederum das gemeinsame abgestimmte Vorgehen, das bundesweit verabredet wurde, zu ermöglichen. Natürlich spielt die Schulversorgung eine besondere Rolle. Die Bildungssenatorin wird dazu gleich auch noch Stellung nehmen, wie wir mit dieser Situation jetzt umgehen. Aber es wird in Berlin auch zu einer Einschränkung, zu einer Reduzierung des Schulbetriebes kommen, auch zu einer Einschränkung des Kita-Betriebes. Was uns natürlich besonders wichtig ist, dass wir gleichwohl ein Notsystem aufrechterhalten für die Versorgung der Kinder, so dass die Eltern, dass wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir auch dringend an ihrem Arbeitsplatz brauchen, zur Aufrechterhaltung auch der lebensnotwendigen Systeme in unserer Stadt, dass wir für diese Kinder, dieser Mitarbeiter eben auch eine gute Versorgung anbieten können. Das ist uns sehr wichtig. Insofern wird es parallel zu den Einschränkungen auch den Aufbau eines Notsystems geben, einer Notversorgung auch geben für die Kinder.
Wir haben darüber hinaus miteinander besprochen heute, dass wir den ÖPNV-Verkehr aufrechterhalten. Wir gehen davon aus, dass sich das ÖPNV-Angebot anpassen wird an die öffentliche Nachfrage. Es geht ja jetzt darum, öffentliches Leben und Sozialkontakte so weit wie möglich zu reduzieren, so weit wie möglich einzuschränken. Das Ganze mit dem Ziel, um weitere Krankheitsverläufe, Infektionsrisiken zu minimieren. Das Ansteigen der Infektionsrate müssen wir mindestens verlangsamen. Dazu ist es eben nötig, diese Sozialkontakte zu vermeiden. Wenn wir jetzt also Veranstaltungen, im Kulturbereich ist schon viel entschieden worden durch Senator Lederer, wenn wir Veranstaltungen, Versammlungen, wenn wir Messen, Kongresse, wenn wir das alles verbieten, wenn wir den Schulbetrieb einschränken, wird es automatisch zu einer Reduzierung auch der Nachfrage des öffentlichen Verkehrs geben. Wir werden darauf sachgerecht reagieren und entsprechend nachsteuern, aber es wird nicht von heute auf morgen eine Einschränkung oder Aufgabe des ÖPNV geben. Auch der ÖPNV ist eine lebenswichtige Grundlage für das Funktionieren einer Stadt. Senator Geisel hatte heute Kontakt mit den Bezirksbürgermeistern. Und wir können an dieser Stelle auch sagen, dass wir selbstverständlich in den Bezirksämtern und den Landesverwaltungen weiter ein Dienstleistungsangebot für die Berlinerinnen und Berliner aufrechterhalten. In einer reduzierten Form. Denn auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes haben jetzt Anspruch auf Schutz. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes werden in einem großen Umfang ihre Aufgaben zu Hause erledigen und nicht mehr in die Dienststellen kommen. Gleichwohl werden wir in einer engen Abstimmung zwischen den Landesverwaltungen und den Bezirksverwaltungen das, was an Bürgerservice dringend nötig ist, dringend abgefragt wird, auch von den Berlinerinnen und Berlinern, aufrechterhalten. Wir haben, meine Damen und Herren, ganz besonders natürlich uns auch noch mal mit der Gesundheitssituation und der medizinischen Versorgung auseinandergesetzt. Da ist völlig klar, dass wir nicht nur ein großes Augenmerk haben auf Vivantes und Charité. Das sind vielleicht für das Land Berlin im Moment die wichtigsten Partner, weil es unsere eigenen Unternehmen sind. Aber es ist ganz klar, dass wir auch in Bezug auf Gesundheitsversorgung mit den privaten Partnern diese Aufgabe bewältigen wollen und bewältigen müssen. Das bedeutet, dass Ausstattungsfragen natürlich eine große Rolle spielen. Wir haben das mitverfolgt, dass wir auch zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen, damit wir unsere Gesundheitsversorgung entsprechend ausstatten können. Wir werden wiederum auch, was den Betrieb, was das Angebot an Kinderbetreuung anbelangt, uns speziell auch orientieren an den Standorten der Gesundheitsversorgung, weil es einfach dringend geboten ist, dass die Ärztinnen und Ärzte, die Krankenpfleger, die Krankenschwestern weiter auch ihren Dienst verrichten können für die Berlinerinnen und Berliner und für die Patientinnen und Patienten. Ich glaube, meine Damen und Herren, dass wir mit diesen und vielen weiteren Maßnahmen, wie gesagt, sehr sachgerecht jetzt auch auf diese Situation reagieren, die wir in unserer Stadt jetzt vorfinden. Allen muss klar sein, wir haben hier eine Krise zu bewältigen, die sich nicht in den nächsten Tagen, wahrscheinlich sogar nicht in den nächsten Wochen und Monaten erledigen wird. Die Maßnahmen, die wir jetzt miteinander beschlossen haben, werden befristet, umgesetzt, mindestens bis zum 20. April. Wir werden uns in diesem Zeitraum angucken, wie die Krankheitsverläufe sind, wie die Infektionsraten sind, wie das, was wir uns vorgenommen haben an Verlangsamung eben auch dieser ganzen Infektions- und Ansteckungsmöglichkeiten und Reduzierung dieser Möglichkeiten, wie diese Maßnahmen gegriffen haben. Gegebenenfalls kann man dann auch wieder entscheiden, dass nach und nach Funktionen der Stadt, die jetzt reduziert nur angeboten werden, wieder hochgefahren werden. Gegebenenfalls muss man dann auch die Kraft haben zu sagen, wir werden
die Reduzierung verlängern. Wir werden weiter nur in einigen Bereichen mit einer Notversorgung, mit einem Notangebot arbeiten können. Ich bitte an dieser Stelle alle Berlinerinnen und Berliner auch um Verständnis für diese Maßnahmen. Es geht um Ihre Sicherheit und es geht um Ihre Gesundheit. Wir können im Moment offensichtlich von der medizinischen Seite nicht schnelle Hilfe versprechen. Wir können nicht einen schnellen Impfstoff zum Beispiel versprechen. Das ist gestern nochmal von den Experten im Kanzleramt bestätigt worden. Insofern richten wir alle unsere Aktivitäten darauf aus, ein möglichst geringes Ansteckungs- und Infizierungsrisiko zu organisieren. Deswegen ist es so wichtig, die sozialen Kontakte und die Ansteckungsmöglichkeiten, die Begegnung praktisch in einer Stadt auf das absolute Minimum, auf das absolute Mindestmaß zu reduzieren. Noch einmal, es dient Ihrer Sicherheit und Ihrer Gesundheit. Jeder von uns wird diese Einschränkung spüren. Jeder und jeder Einzelne wird nicht mehr in der gewohnten Form am öffentlichen Leben teilhaben können. Wir gehen davon aus, dass das nur für einen befristeten Zeitraum nötig sein wird. Aber diese Phase ist jetzt sehr wichtig. Und ich bitte an dieser Stelle auch um Solidarität aller Beteiligten, insbesondere auch älteren Menschen gegenüber, die, auch das wurde uns gestern bestätigt, nach wie vor zur ersten Risikogruppe gehören. Ja, diese Einschränkungen müssen wir jetzt in Kauf nehmen, um dann wieder gemeinsam in unserer Stadt alle Funktionen aufnehmen zu können und auch wieder ein normales Leben, so wie wir es bisher in dieser offenen und toleranten Metropole gewohnt sind, leben zu können. Dieser Weg, den wir einschlagen, ist kein Sonderweg. Ich weiß, vielleicht sind wir in einer dichten 4-Millionen-Metropole sogar besonders gefordert und auch unter besonderer Beobachtung. Aber ich bin sehr froh, dass es jetzt gelungen ist, hier wirklich zu einem abgestimmten Vorgehen zu kommen, innerhalb Berlins und auch darüber hinaus mit den anderen Bundesländern. Weil ich glaube, dass hier irgendeine Form von Wettbewerb völlig unangebracht wäre und auch Parteipolitik in so einer Situation, in der wir uns in unserem Land befinden, absolut unangemessen ist. Jetzt geht es nur noch darum, zusammenzustehen und gemeinsam diese Krise und diese Aufgaben zu bewältigen. Ich bitte dann jetzt die Bildungssenatorin noch mal konkret etwas zum Bildungsbereich zu sagen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Senat hat sich dazu entschieden, unsere Kindertageseinrichtungen und Schulen zu schließen. Aber wir werden ein Notfallangebot, eine Abdeckung organisieren in beiden Bereichen. Wir werden am Montag mit unseren Oberstufenzentren, unseren beruflichen Schulen beginnen. Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler dann sozusagen ihren Arbeitgebern komplett zur Verfügung stehen werden, weil die Schulen ja geschlossen sind. Wir werden dort absichern, dass relevante abschlussorientierte Prüfungen stattfinden werden. Und wir werden dann weiter am Dienstag unsere allgemeinbildenden Schulen, also die Grundschulen und die weiterführenden Schulen, integrierten Sekundarschulen, Gymnasien und also Grundschulen werden wir ebenfalls am Dienstag schließen und unsere Kindertageseinrichtungen. Ich möchte beginnen mit unseren Schulen, dass wir die Notfallbetreuung so absichern wollen. Wir haben ja flächendeckend den Ganztag in Berlin, dass es in jeder Schule ein Notfallangebot geben wird, wo wir werden auch noch im Senat entscheiden. Es gibt bestimmte Berufsgruppen, die sehr wichtig sind, um bestimmte Bereiche auch in der Gesellschaft abdecken zu können. Also dass das Gesundheitssystem weiter funktionieren kann, Polizei und Feuerwehr. Für diese Gruppen wird es Notbetreuungsangebote eben geben im Rahmen von Schulen und das wird koordiniert dann in den Schulen. Im Kita-Bereich wird dieses etwas anders organisiert.
Es wird so sein, dass wir einerseits uns Krankenhäuser anschauen und umliegende Kindertageseinrichtungen, dass wir um bestimmte Institutionen im Gesundheitsbereich Standorte haben, wo wir dann ein Notbetreuungsangebot zur Verfügung stellen können, aber auch einzelne Standorte in den Bezirken. Es haben heute intensive Gespräche mit den Trägern auch stattgefunden, die sehr, sehr konstruktiv waren. Und ich möchte mich auch recht herzlich bedanken bei allen Beteiligten, die auch diese Dinge schon mit uns auch vorbereitet und auch organisiert haben. Also insgesamt ist es uns wichtig, dass an den Schulen die Prüfungen, die abschlussrelevanten Prüfungen gewährleistet werden, MSA, Abitur, das sind ja Prüfungen, die gerade im Moment laufen, für das pädagogische Personal in den Schulen. Es ist so vorgesehen, dass das Personal an den Schulen sein wird, weil natürlich auch Prüfungen und so weiter abgenommen werden müssen und Schulleitungen entscheiden, wie die Lehrkräfte vor Ort oder die Pädagoginnen und Pädagogen vor Ort eingesetzt werden. Also es kann auch im Homeoffice angewiesen werden, aber es gibt natürlich auch Präsenzzeiten. Das wird individuell dann von den Schulleitungen entschieden. Gibt es Nachfragen? Ich würde eine kleine Runde machen mit 2, 3 Fragen. Ja, bitte. Ich habe eben gesagt, dass alle Veranstaltungen, die jetzt nicht, oder Zusammenkünfte, die jetzt nicht dringend nötig sind, wie zum Beispiel Senatssitzungen, natürlich jetzt auch eingeschränkt und verboten werden. Wir haben das heute miteinander diskutiert und auch diesen politischen Beschluss gefasst. Das Ganze wird nun auch in den nächsten Tagen dann nochmal mit den entsprechenden Verordnungen untersetzt werden. Aber es ist ganz klar, nochmal diese Begegnungsmöglichkeiten leider auch im Kulturbereich müssen eingeschränkt werden. Will an der Stelle gleich hinzufügen, weil das ja dann auch oft von Interesse ist, wie geht man selbst auch mit so einer Situation um. Natürlich ist heute auch abgesagt worden, das Hoffest. Natürlich wird nicht stattfinden die Ministerpräsidentenkonferenz Ost. Natürlich wird es eine Fülle von Veranstaltungen, die wir geplant haben in den nächsten Wochen in Bezug auf 100 Jahre Groß-Berlin oder 150 Jahre Rotes Rathaus nicht mehr geben. Wir werden am 20. April oder rund um den 20. April ja die Situation bewerten, das habe ich gerade dargestellt, und werden dann sehen, ob im Sommer oder im Herbst bestimmte Dinge wieder oder noch stattfinden können. Aber für die nächsten Monate gibt es in all diesen Bereichen, in all diesen Veranstaltungs- und Versammlungsbereichen ganz klar ein Verbot. Ab wann? Gut. Also jetzt, wir werden das dann ab Dienstag beschließen, wenn wir dann da die entsprechende Vorlagen praktisch haben, die entsprechende Entscheidungsgrundlage. In der Gastronomie ist es so, dass wir aufrechterhalten werden, den Gastronomiebereich, der wirklich auch zur Versorgung dient, also wo es ein Essensangebot eben auch gibt. Das wird aufrechterhalten werden, auch mit entsprechenden Vorgaben bzw. Einschränkungen, was Abstandsregelung zum Beispiel anbelangt innerhalb der Gastronomie. Aber darüber hinausgehende wird auch entsprechend geschlossen. Ach, das muss ich auch nochmal. Ab Dienstag war das jetzt? Ab Dienstag dann. Am Dienstag wird es beschlossen. Die Aufforderung, ja, ach so, ja, natürlich. Also ja, wir gehen davon aus, dass das, was der Senat heute beschlossen hat, auch jetzt umgesetzt wird und dass auch die Betreiber selbst auch wissen, welcher Verantwortung sie hier nachkommen müssen und auch diesen Betrieb dann einstellen. Aber ab Dienstag dann mit unserer Beschlusslage ist es praktisch zwingend.
Doch, es ist natürlich immer, natürlich geht es auch schneller und ich habe ja gerade was auch nochmal zur Eigenverantwortung gesagt und wir gehen davon aus, dass das jetzt auch umgesetzt wird, aber Sie müssen dann eben auch, um bestimmte Dinge durchsetzen zu können, einen bestimmten rechtlichen Rahmen haben und dazu muss dann auch die Grundlage offiziell beschlossen werden im Senat und das wird dann in der nächsten Woche passieren. Also es ist so, dass MSA-Prüfungen vor den Ferien auch stattfinden. Das ist die Präsentationsprüfung und auch die mündliche Englischprüfung unter anderem. Und auch im Abiturbereich finden Prüfungen statt. Und wir sind ja schon seit längerer Zeit in der Planung, auch in Abstimmung, unter anderem auch mit Brandenburg, wie wir mit solchen Situationen umgehen würden. Also wir hatten schon nach Nachprüfung auch geplant. Im Moment ist es so, dass wenn wir und was wir ja vorhaben, die Prüfung stattfinden lassen, dass sozusagen wir keine Probleme im Bereich des Abiturs sehen oder im Bereich des mittleren Schulabschlusses sehen. Frage von Frau Bruns und damit würde ich dann auch die Pressekonferenz beenden. Was, glaube ich, wichtig ist, wir haben uns mit den Trägern verständigt, dass wir in einem Umfang von 15% eine Notversorgung absichern wollen. Und wir gehen so vor, dass wir uns anschauen, wo liegen Krankenhäuser und wo sind umliegende Kindertageseinrichtungen. Also das ist ein Weg. Und dann werden wir noch zentrale Orte in bestimmten Kiezen dann auswählen, wo wir dann auch ein Angebot zur Verfügung stehen werden. Und es ist natürlich auch jetzt eine Momentaufnahme, das muss man auch ganz klar sagen. Ich habe es eben angesprochen, dass wir jetzt auch bestimmte Berufsgruppen identifizieren und dann eben schauen, ob wir mit den 15% eben auch zurechtkommen. Aber Sinn der ganzen Schließung ist es ja, dass Kinder und Jugendliche zu Hause bleiben und deswegen erstmal die 15%. Und es werden natürlich auch die Berufsgruppen dann bevorzugt, eine Notbetreuung zu bekommen, die wir im Senat ja identifiziert haben und auf die wir uns dann auch verständigen. Zur Wirtschaft kann ja Frau Popp auch noch mal direkt was sagen. Genau, ich fange mit dem Einzelhandel an. Die Frage ging ja auch in diese Richtung. Sie wissen, dass wir bereits seit 2 Wochen ja mit der Wirtschaft, mit den Verbänden hier in Berlin einen runden Tisch zu den wirtschaftlichen Folgen bereits eingerichtet haben, weil Berlin ja sehr schnell im Dienstleistungssektor, Tourismusbranche etc. betroffen gewesen ist von den Absagen wie der ITB beispielsweise, davon, dass eben keine Business- und Kongressgeschäftsleute mehr nach Berlin kommen etc. Und in dem Rahmen haben wir uns auch mit dem Einzelhandel sehr zügig beschäftigt. Und ich bin sehr froh, dass in tätiger Mithilfe und Zusammenarbeit im Senat wir dafür auch sorgen, dass die Versorgung weiterhin reibungslos klappt. Also niemand muss Hamsterkäufe unternehmen. Die Lager sind voll mit Lebensmitteln und dadurch, dass eben die Kolleginnen, die für Arbeit und Verkehr zuständig sind, das Verbot der Sonntagsarbeitszeit für diesen Bereich aufgehoben haben, kann auch zügig am Sonntag wieder nachgefüllt werden und auch das Sonntagsfahrverbot für LKWs ist aufgehoben worden, sodass beliefert werden kann, auch am Sonntag, damit Montag auch alles wieder in den Regalen ist. Und das ist eine wichtige Botschaft, dass wirklich Hamsterkäufe nicht nötig sind. Der Einzelhandel tut alles, um die Lager befüllt zu halten, um die Sachen in die Stadt zu bekommen. Und das wird eben auch über den Sonntag hinaus organisiert in den kommenden Wochen. Auch diese Regelung haben wir uns verständigt und das ist einfach wichtig als Grundlage. Niemand muss die Geschäfte stürmen. Die Geschäfte bleiben weiterhin offen als Versorgung, natürlich für die Berliner und Berlinerinnen, was wirklich wichtig ist, dass alle sicher sein können, dass eben auch aufgrund von Ostern ist mir gesagt worden, sind die Lager wirklich gefüllt bei den Lebensmittelhändlern und das kann auch alles auch in die Stadt ausgeliefert werden in den kommenden Wochen. Und hier ist eine gute Grundlage. Vielen Dank. Vielen Dank.